So, wir sind jetzt herzlich willkommen zurück bei Lundgar. Im letzten Part ist Jazz gestorben und wir haben von Septimus einen Schlüssel bekommen, den Jazz wohl in der Hand hatte. Und der ist genau für diese Truhe. Den kleinen Schlüssel benutzt. Und wir bekommen das Tagebuch von Jazz. Alundra. Wenn du das liest, bin ich tot. Oh je, das ist nicht gut, verstehst du, was ich meine? Während du geschlafen hast, war ich auf dem Friedhof, um zu sehen, was Ronan dort treibt. Ich weiß, du hast da einen Verdacht. Und ich auch. Aber ich wollte ihn nicht allein stillen. Ich habe große Angst, Alundra. Meine Hand zittert beim Schreiben. Am liebsten würde ich dieses Blatt einfach wegwerfen und die Sache mit Ronan einfach vergessen. Aber das kann ich nicht, mein Junge. Ich betrachte dich als meinen Sohn und möchte nicht, dass du dich wegen mir schämen musst. Deshalb habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und schreibe diesen Brief. Bevor ich zu Ronan gehe, Alundra, nach dem Tod meiner Frau und meines Sohnes war ich ein gebrochener Mann. Dein eiserner Wille und dein Verhalten haben mich geheilt. Wir konnten nicht lange zusammenbleiben, aber ich bin trotzdem dankbar dafür für die kurze Zeit. Vielen Dank, Alundra, mein lieber Sohn. In Liebe, Jazz. In dieser Schachtel befindet sich eine beschädigte Rüstung. Jetzt sehen wir noch mal einige wichtige Momente mit Chase. Du bist wach. Das ist ein Fortschritt. Das ist gut. Ich dachte schon, du würdest nie mehr aufwachen. Verstehst du, was ich meine? Mein Name ist Jazz. Ich bin der Schwertschmied von Inua. Ich finde ihn ganz gut und kann mir meine Zeit selbst einteilen. Nichts Besonderes. Wie heißt du? Alundra, Freue mich, deine Bekanntschaft zu machen, Alundra. Du warst doch an Bord der Clark, oder? Du kannst von Glück reden, dass du am Leben bist. Verstehst du, was ich meine? Die Stücke, die sich vom Schiff gefunden haben, waren nicht größer als meine Faust. Aber lass uns nicht davon sprechen. Reden wir über dich, mein neuer Freund. Du kannst bleiben, bis du wieder ganz gesund bist. Ich lebe allein. Wenn du gehst, werde ich wieder ein einsamer, alter, fetter Mann sein. Aber deswegen solltest du dir keine Gedanken machen. Oh je, das hätte ich fast vergessen. Das Buch neben dem Bett, ein ganz besonderes Tagebuch. Du willst es benutzen? Okay. Ich habe es mal für mich gekauft, aber es steht immer nur, habe heute ein Schwert geschmiedet drin. Alundra, bis vor kurzem haben die Menschen in diesem Land zu Statuen gebetet. Sie waren materielle Darstellungen unserer Götter, verstehst du? Plötzlich verbot der König diese Anbetung. Die Menschen mussten gehorchen. Wir weinten, als die Statuen zerstört wurden. Genau zu dieser Zeit versank im nördlichen See der Palast. Das war vor 5 Jahren, aber es kommt mir vor wie gestern, verstehst du? Seit damals sind wir nicht mehr kreativ. Vielleicht wurden die Götter zornig und haben uns diese Fähigkeit weggenommen. Ich sage nicht, dass es so ist, aber ich muss ständig daran denken, mein Junge. Aber Götter oder keine Götter, ich muss meine Fähigkeit wieder zurückbekommen. Ich kann fast hören, wie Olens Geist zu mir spricht und von mir selbst verlangt, wieder zu den besten Waffen herzustellen. Nein, sogar noch mehr. Ich soll helfen, für dieses Land zu kämpfen. Das ist die Minenbombe. Eigentlich ist es nur eine Bombe, aber da sie für die Mine benutzt wurde, heißt sie so. Damit kommt man durch jeden Stein, verstehst du, Alundra? Damit könntest du leicht in die Mine kommen, aber das ist viel zu gefährlich, mein Junge. Hier ist mein Plan. Ich gehe zur Mine und sehe nach, ob es sicher ist. Und vielleicht lasse ich dich rein. Du bleibst hier, okay? Ich will, dass du diese Geschichte hier überlebst.
als wir aus der Mine zurückkamen. Oh je, oh weia, Alundra, du kommst sehr spät. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, aber egal. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Das konnte man natürlich von den Minenarbeitern damals nicht behaupten. Der schrecklichste Tag in Alundras Leben war vorüber. Als er die Augen schloss, konnte er immer noch Jess lächeln sehen. Als das Bild verschwand, weinte er bitterlich. Aber seine Tränen konnten seinen Schmerz nicht vermindern. Da bat er die Götter, dessen Wahnsinn zu beenden, und fiel doch in einen unruhigen Schlaf. Ein morgendlicher Tag. Hoffentlich läuft es heute etwas besser ab. Na, gehen wir erstmal raus. Na, kein Mann mehr hier, der uns Waffen herstellen kann. Was ist denn jetzt schon wieder los? Alundra, ich brauch dich. Meine Mutter, Elene, sie ist zusammengebrochen. Bitte, Alundra, ich bitte dich. Bitte rette meine Tochter. Ich schwöre dir, ich werde mich ändern. Und wenn sie stirbt, bevor... Ich hab schon zu lange gesucht. Jetzt muss ich zu ihr zurück. Bitte kommt, Alundra. Bitte, ich bitte dich. Aber bevor wir dorthin gehen, machen wir jetzt nochmal kurz einen Sprung zum Einsiedlerladen dort hinten. Sondern dort können wir nämlich auch noch unsere Rüstung verbessern. Also bis gleich. Ein Sprung. So, und hier sind wir wieder. So. Jetzt hoffen wir auch, dass er uns mal die Rüstung hier repariert. Na komm. Super. Willst du jetzt was kaufen oder nur dumm rumstehen? Natürlich was kaufe. Quatsch, was kaufen. Merkwürdiges Ding hast du da. Lass mal sehen. Es ist ganz schön alt, aber ich könnte es reparieren. Soll ich anfangen? Ja, bitte. Und sonst kann ich es dir nicht geben. Wie wär's mit lächerlichen 2163 Gold? What the hell? Willst du das wirklich behalten? Ich nehm's an. Du kannst damit tun, was du immer du willst. Ich mache jetzt nochmal kurz einen Schnitt und wir sehen uns, wenn ich das Geld habe. Bis dann. So, endlich habe ich das Geld zusammen. Ich habe einen Truhengegner gefunden, bei dem ich die ganze Zeit Geld bekommen habe, indem ich den Gegner besiegt habe. Ja, mach was mit der Rüstung, unser schönes Geld. Nein. Warum hat er eigentlich Vasen kaputt gemacht? Ich habe lange keine Rüstung mehr repariert, hab's wirklich toll hingekriegt. Ja, wirklich toll, was, bin ganz stolz drauf. Du bist doch nur stolz auf das verdammte Geld. Ja, komm, danke. So, jetzt kommen wir wieder ins Dorf zurück. Dafür mache ich erstmal keinen Sprung, dafür gehen wir jetzt mal zu Fuß. Und dann können wir auch schon zum nächsten, in Anführungsstrichen, Dungeon gehen. Welcher war das? Ich glaube... Verdammt, welcher war das jetzt nochmal? Ich glaube, es war... ich glaube, der hier war's. Ich glaube, den muss ich rein. Ja, der war's. Super. So. Zu den Leuten, wo wir jetzt hingehen. Als ich das Dorf Inua vorgestellt habe, noch fast am Anfang des Let's Plays, habe ich diese Leute gezeigt. Der Typ war ein Säufer und die Tochter hatte wohl irgendwie ein Problem mit mehreren Persönlichkeiten und deswegen sind wir jetzt hier. Jetzt hat Elina einen Albtraum. Ich war dumm, als ich annahm, die Götter wären nett und gütig. Sie sind nur herzlos und grausam, das ist alles. Was? Maya, sie sollte längst zu Hause sein. Hä? Sogar Maya kann nicht in den Traum eindringen. Die Träume scheinen stärker zu werden. Ja, jetzt geh weg. Danke, endlich können wir da rein. Dap, 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 dap.
Hier liegen noch die ganzen Pullen. Wie stellen die hier eigentlich Alkohol her? Ah, da sind ja schon alle gleich zusammen. In Ilin leben verschiedene Personen. Ich habe viel gezählt. Das macht die Sache extrem schwierig. Maya kann Elena Albtraum nicht allein beenden. Na komm. Ich höre auf zu trinken. Ich gieße alles weg, was ich habe. Aber helft meiner Tochter. Bitte rettet Ilin. Maya sagte, dass Ilin einen Albtraum hat. Das arme Mädchen musste schon so viel leiden. Das hat sie nicht verdient. Das hat niemand verdient. Ich kann den Albtraum allein nicht beenden. Du wahrscheinlich auch nicht. Soll ich dir helfen, Alundra? Wollen wir es gemeinsam versuchen? Ja, endlich machen wir zusammen einen Albtraum. Danke, ich weiß, wir können es gemeinsam schaffen, Alundra. Wahrscheinlich könnten wir zusammen fast alles schaffen. Ihr dürft nicht vergessen, sehr vorsichtig zu sein für mich. Alundra, Maya, bitte rette meine Tochter. Na komm, stelle ich mich noch so schön neben sie, damit das gut passt. Bist du bereit, in Elenes Traum einzudringen? Ja! Maya fragte nicht, ob sie bereit ist. Elenes Traum. Und da gehen wir rein. Alundra, bitte warte auf mich. Ich kann dir helfen. Wie willst du mir helfen? Jetzt muss ich erstmal gucken, wie dieser Albtraum wieder funktioniert. Gehen wir erstmal hier hoch. Lasst ihr mich wohl in Ruhe? Ah! Ah, genau, hier muss ich drauf drücken. Von dem ich jetzt nicht aber genau weiß, was das gebracht hat. Gehen wir erstmal hier lang. Diese Gegner verabscheue ich! Geht weg! Geht weg! Da, danke. No, da kann ich nicht hin. Okay. Muss ich da oben einen Knopf verändert haben? Kann ich hier runter? Nein. Na gut, dann gehen wir so, 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 so. Ah, wir können hier hoch, okay. Wo lande ich hier? Ah, da lande ich wieder da, super. Und Truhe! Und das Objekt haben wir schon! Super! Wie sieht das nochmal aus? Volles Inventar, das sehe ich gern. Ah, da geht Maya lang. Wie ist die da hochgekommen? Auf jeden Fall müssen wir da auch lang. So, aber wie es in diesem Traum hier weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part von Alundra. Bis dann!